hoch oben im Norden Deutschlands, werden in der Meldorfer Manufaktur in Schleswig-Holstein seit mehr als 40 Jahren die Meldorfer Flachverblender in traditioneller Handarbeit hergestellt. Durch ihre einzigartige Optik und Gestaltungsvielfalt geben Meldorfer Flachverblendern Gebäuden Charakter und Individualität. Und dabei trotzen sie hohen Belastungen an der Fassade durch Wind und Wetter. Sie eignen sich hervorragend als Schlussbeschichtung in traditioneller Klinkeroptik. Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zum Verarbeitungsvideo des Meldorfer Flachverblenders. Und wir, das sind Markus Rau, verantwortlich für die Anwendungstechnik hier beim Meldorfer Flachverblender, und Sven Timmermann als Kundensupportmanager für die Betreuung unserer Kunden hier im Haus verantwortlich. Unser Produkt wurde entwickelt als Schlussbeschichtung für das Wärmedämmverbundsystem. Sie können den Meldorfer Flachverblender dabei auf Mineralwollplatten verarbeiten, ebenso wie auf Polystyrol-Dämmplatten. Dabei hat unser Flachverblender noch einige Vorteile zu bieten, denn Sie brauchen deutlich weniger Klebeflächen für die Dämmplatten in der Verarbeitung, wenn Sie als Schlussbeschichtung den Meldorfer Flachverblender wählen. Auch im Bereich der Verdübelung haben wir deutliche Vorteile gegenüber anderen Systemen. So kann beispielsweise eine Verdübelung entfallen. Und auch das, mit dem Meldorfer Flachverblender benötigen Sie keine Feldbegrenzungsfugen an den Fassaden. Und übrigens, Sven, durch seine geringe Auftragsstärke und sein geringes Gewicht ist der Meldorfer kosten- und zeitsparender im Vergleich zu Vollsteinen und Klinkerriemchen zu verarbeiten. Perfekt, oder? Die Meldorfer Flachverblender sind vielfältig einsetzbar. Wir sind einsetzbar auf Kombinationsfassaden, monolithischen Bauweisen, natürlich Fassadendämmsystemen und Innenräumen. Apropos Innenräumen, Markus. Für Innenräume eignen sich die Meldorfer Flachverblender ganz hervorragend durch ihre hohe Gestaltungsvielfalt. Wir können uns vielen Designs, Farben und Formen und Strukturen ganz ihren Wünschen anpassen und entwickeln damit ganz individuelle Raumgestaltung mit dem Meldorfer Flachverblender. Ja, richtig, Sven. Und es gibt noch einen besonderen Kniff bei den Innenräumen, denn hier sind unsere Meldorfer Flachverblender fugenlos einsetzbar, was ein sehr verspieltes und stimmiges Bild als Gimmick in Ihren Innenräumen geben kann. Die Verklebung und Fugenausbildung unseres Produkts erfolgt in einem Arbeitsschritt mit nur einem Material. Dadurch sind wir kostensparender und zeitsparender gegenüber von Verlegung von Klinkerriemchen. Unser Produkt zeichnet sich durch eine hohe Wertbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Wir sind frostsicher, UV-stabil und sehr hoch mechanisch belastbar. Also, außen wie innen sind unsere Meldorfer Flachverblender wirklich wahre Multitalente. Durch ihr Design, ihre Individualität und Gestaltungsvielfalt lassen sie sich ganz hervorragend auf verschiedenen Fassadensystemen im Innen- und Außenbereich einsetzen. Sie sparen Ihnen dabei wahres Geld und Sie erreichen eine Optik, die seinesgleichen sucht. In den nachfolgenden Kapiteln wollen wir Sie gemeinsam in die Verarbeitungswelt des Meldorfer Flachverblenders einführen. Es geht zum Beispiel um die Grundlagen der Verlegung. Ja, zum Beispiel das richtige Schichtmaß. Welches Format nimmt wie viel Platz an der Fassade ein? Wo beginne ich mit der Verlegung? Aber auch, welche Möglichkeiten der Fugengestaltung habe ich bei den Meldorfer Flachverblendern? Auch da gibt es Unterschiede. Ja, zum Beispiel den Pinselverstrich, das ist die klassische Meldorfer Verfugung, oder die Vollverfugung. Was sind die Unterschiede? Was ist dabei zu beachten? Ja, und dann noch, welche richtigen Eckverblender muss ich eigentlich nehmen? Für die Leibung an Fenstern und Türen? Was ist der richtige Eckverblender, wenn ich dort gestalterisch tätig werden möchte? Ja. Zum Beispiel bestimmte Eckverblender ist maßgebend dafür, welchen Verband meine Fassade abbilden soll. Nehme ich drei Viertel, nehme ich ein Eintel? Das sind Fragen, die man sich vor der Verlegung dringend stellen muss. Und natürlich die Definition der richtigen Maßketten, damit Ihre Flachverblender mit den Eckverblendern, mit den Köpfen, aber auch mit den Sturzwaagerechtverblendern auch einwandfrei übereinstimmen und Sie ein vernünftiges Verlegebild an der Fassade erhalten. Genau,
Darüber reden wir heute, wie die richtigen Maßketten zu definieren sind, dass wir beide, der Meldorfer Fluffverblender und Sie, unsere Kunden, die richtige Sprache sprechen und es nicht zu Missverständnissen kommt. Und es geht um die Verarbeitung des Meldorfer Compounds. Auch hier wollen wir Ihnen zeigen, was der richtige Weg ist. Ja, beispielsweise, was kann ich mit dem Meldorfer Compound machen? Kann ich ihn nur verwenden, um Ecken zu modellieren, oder kann ich ihn auch verwenden, um ganze Fassaden zu gestalten? Und dann, wenn alles fertig ist, geben wir Ihnen noch Tipps über die Reinigung an der Fassade, was vielleicht in ein paar Jahren mal bei Ihnen vor Ort gemacht werden muss. Auch da gibt es Hinweise und richtige Tipps und Kniffe, die wir Ihnen dort nahebringen wollen. Beispielsweise, mit wie viel Bar darf ich eine Fassade reinigen? Welche Düse ist zu benutzen? Darf ich Zusätze ins Wasser geben? Das sind Fragen, die wir in diesem Video klären werden. Und dann noch die häufig gestellten Fragen zu unserem Produkt, zusammengefasst als Frage- und Antwortspiel, damit auch Sie schnell zu Ergebnissen und zu richtigen Ergebnissen an Ihrer Fassade kommen. Wie Sie gesehen haben, erhalten Sie mit diesem Video eine umfangreiche Anleitung zur richtigen Verarbeitung unseres Meldorfer Flachverblenders an der Fassade. Folgen Sie uns nun in die Welt der Meldorfer Originale und wir beginnen mit der Vorstellung des richtigen Werkzeugs. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Herzlich willkommen im Kapitel, in dem es um die Vorstellung der Werkzeuge für die Verlegung der Original-Meldorfer gehen soll. Es handelt sich zum einen um gewöhnliche Werkzeuge, die jeder Handwerker vor Ort haben muss, wenn er auf einer Baustelle arbeitet. Wir brauchen verschieden lange Wasserwagen, Zollstock, Bleistift, Cuttermesser, eine Schlagschnur, Staubbesen. Und dann wird es für die Verlegung der Meldorfer Flachverblender ein bisschen spezieller. Wir brauchen zum einen für den Fugenverstrich den speziellen gebogenen Plattpinsel, wahlweise in verschiedenen Stärken. Ich habe hier 10 mm und 15 mm. Des Weiteren benötigen wir für die Verlegung unseres Produkts die Meldorfer Zahnkelle. Die Meldorfer Zahnkelle zeichnet sich dadurch aus, dass die Zähne unterschiedliche Abmessungen haben. Wir haben einen 6 mm langen Zahn und eine 4 mm Breite zwischen den Zähnen. Dadurch ist ein optimaler Materialauftrag des Klebemörtels gewährleistet. Im Weiteren haben wir unsere Meldorfer Winkelschere. Mit der Meldorfer Winkelschere ist es möglich, sehr speziell, sehr schnell, fachgerecht den Verblender im Handumdrehen zu schneiden. Es ist viel leichter, wie Sie jetzt gerade gesehen haben, diese Flachverblender zu schneiden, als zum Beispiel Vollsteine oder Klinkerriemchen zu schneiden, wo Sie dann letzten Endes wieder Strom brauchen. Sie brauchen eine Flex und gegebenenfalls Wasserkühlung. Hier ist der Schnitt mit einer Schere im Handumdrehen ausgeführt. So viel zu den Werkzeugen, die Sie für die Verlegung brauchen. Prinzipiell ist es wichtig, vor der Verlegung der Original-Meldorfer den Karton aufzumachen, so wie er aus dem Werk kommt, den Karton vollständig zu entleeren und ihn durchzumischen. Dies ist bei jedem Format, bei jedem Meldorfer Modell, egal ob Sonderton oder Standard, gleichermaßen erforderlich, um ein homogenes Fassadenbild zu gestalten. Auf Ihrer Baustelle sollten Sie dafür eine Unterlage verwenden und es nicht so einfach auf dem dreckigen Boden machen. Der Karton ist vollständig ausgeleert und nun beginnen wir mit dem Mischen. Dafür wälzen wir den Haufen, wie wir uns ihn hingelegt haben, einmal im Prinzip von links auf rechts und wieder von rechts auf links. Und das machen wir zwei, drei Mal hintereinander und dann fangen wir ganz wild an, die Verblender wieder zusammenzusammeln und erneut in den Karton zu stapeln. Im Karton befinden sich immer Flachverblender ausreichend für 3 Quadratmeter. Und wenn man am Morgen einen Karton mischt, kommt man damit schon fast bis zur Mittagspause und dann mischt man sich den nächsten Karton. Beim Hineinstapeln ist dabei zu achten, dass die Verblender sich nicht krumm liegen und wieder schön gerade hochkant in den Karton hineingestapelt werden. Und so wie Sie hier mit den Flachverblendern verfahren,
können Sie auch mit den Extrablendern verfahren. Diese müssen Sie aber nicht vollständig ausleeren und durchmischen, sondern hier kann das Augenmaß entscheidend sein, dass Sie nicht zwei gleiche Farbtöne direkt untereinander kleben, sondern einen vernünftigen Wechsel in Ihren Ecken als Farbspiel an die Fassade bringen. Aber das Hauptfarbspiel entsteht durch die Flachverblender und nicht an den Ecken. So, und dann ist der Karton gemischt und fertig für die Verlegung. Der Ansatzmörtel hier im Farbton Anthrazit gehört zu unserem Standardprogramm. Außer Anthrazit gehört noch Zementgrau und Sandweiß dazu. Ist aber eintönbar in jede sich vorstellbare gewünschte Farbe. Und er muss natürlich vor der Verarbeitung aufgerührt werden. Es ist eine geringe Wasserzugabe von ungefähr 10% erlaubt, um besonders im Sommer die Verlegung zu erleichtern. Und wenn der Eimer gut durchgerührt ist, stampfen wir das Rührwerk ein bisschen ab. Und der Meldorfer Ansatzmörtel ist fertig für die Verlegung. Für die Grundlagen der Verlegung ist es wichtig, das Schichtmaß einzuteilen. Wir starten dazu am oberen Sturz des oberen Fensters des Gebäudes. Hierzu halten wir für die gewünschte Rollschicht einen Eckverblender mit der Schenkellänge 24 cm, 11,5 cm, einen sogenannten Eckverblender 1/1 in die obere Ecke des Fenstersturzes. Hierbei beachten wir, dass der Abstand zur Fensterleibung ca. 1 cm beträgt. Danach markieren wir uns an der oberen Kante mit dem Bleistift einen Strich. Das gleiche tun wir an der darunterliegenden Leibung. Hierbei rücken wir aber den Verblender bis an die Oberkante des Sturzes heran und markieren uns ebenfalls einen Strich an der Unterkante des Verblenders. Und somit ist das Schichtmaß festgelegt. Diese beiden Striche können mit einer Wasserwaage verlängert werden. Erst unten und dann oben. Dabei ergibt sich ein Arbeitsbereich von 31 cm. Wenn wir jetzt unser Schichtmaß nach unten verlängern wollen, kommt natürlich, weil es sich bei diesem Strich um die Unterkante Verblende handelt, noch 1 cm Fuge dazu. Und somit kommen wir bei der nächsten Schicht auf 32 cm. Ab hier können wir uns dann mittels Schlagschnur oder Wasserwaage die nächste Markierung machen. Und somit sind unsere ersten beiden Schichten für die Verlegung der Meldorfer Flachverblender eingeteilt. Kommen wir nun zur Verlegung. Dann bringen wir in unserem Arbeitsbereich den Meldorfer Ansatzmörtel auf die Fassade auf. Die Markierungen hierbei oben und unten sollten weitestgehend sichtbar bleiben. Außerdem ist es wichtig, im Eckbereich, im Leibungsbereich genug Mörtel aufzuziehen, sodass sich besonders bei den Eckverblendern im Sturzbereich keine Hohllagen bilden. Dies kann man mit der Kelle erst aufziehen, wie es hier gerade erfolgt, und im Anschluss kann man das mit der Zahnkelle nochmal durchkämmen. Und im Anschluss beginnen wir mit der Verlegung
unserer Aquablender. Wir achten hierbei auf die Fugenbreite von ca. 10 bis 12 mm und drücken die Flachverbänder mit schiebenden Bewegungen vollflächig ins Klebebett ein. Eine nach dem anderen. Und anschließend erfolgt der Fugenverstrich jetzt hier mit einem 15 mm Blattpinsel. Wir gehen dabei von der Ecke weg nach oben und achten darauf, dass die Flanken des Meldorfers zu 100% im Klebebett liegen und dass die Meldorfer Flachverblender ringsherum dicht gestrichen sind, sodass kein Wasser eindringen kann. Ist dies erfolgt, geht es an die Fläche. Für die Verlegung an der Fläche können, wie vorhin schon gesehen, mit der Meldorfer Winkelschere ganz einfach Kopfsteine hergestellt werden. Bei den Kopfsteinen handelt es sich um halbe Läufersteine, die eine Länge von 11,5 cm haben. Nicht 12 cm, was eigentlich die Hälfte von 24 wäre, weil man ja in der Mitte sozusagen die 1 cm Fuge noch herausschneiden muss. Anschließend kann man die scharf abgeschnittenen Ecken an der Fassade noch ein bisschen abgerunden, so dass sie den Originalkanten entsprechen. Und anschließend kann die Fläche mit Meldorfern belegt werden. Dabei hat es sich als nützlich erwiesen, erst unten und dann oben an der Markierung entlang zu legen und den Rest in der Mitte auszumitteln. Wenn man den Kleber aufgezogen hat, kann die Fläche zum Abschluss horizontal durchgekämmt werden. Dadurch ist der Fugenverstrich leichter auszuführen. Unten schiebende Bewegungen auf die gleichen Fugenbreiten, auch von 10 mm, ist zu achten. Die Schnitte sind sehr leicht ausführbar. Und oben. Beim Verstreichen verstreichen wir erst die Lagerfugen, sprich die horizontalen Fugen, mit einem feuchten Pinsel und achten darauf, dass der Meldorfer Flachverblender ringsherum gut mit Ansatzmörtel angearbeitet ist. Ist dies erfolgt,
folgen die Stoßfugen. Ist das Verstreichen beendet, kann man nach ein paar Minuten die Fassade mit einem weichen Besen diagonal abfegen, um überschüssige Mörtelreste zu entfernen. Das gleiche hier an der Rollschicht. Und natürlich auch in der Fensterleibung. Überschüssigen Mörtel entfernen wir von der Fassade. Und können dann im nächsten Arbeitsgang die Meldorfer sauber ansetzen. So, das war die Beispielverlegung des Formats 2 Holstein. Heißt der Verblender aus dem Standardsortiment. Format 2, Dünnformat, 52 mm hoch, 24 cm lang. Bei dieser Beispielverlegung des Meldorfer Flachverblenders wurde jetzt eine klassische Rollschicht mit vertikal stehenden Verblendern ausgeführt. Dazu ein Halbsteinverband. Wir haben uns die Köpfe aus den ganzen Verblendern herausgeschnitten mit unserer Meldorfer Winkelschere. Und der nennt sich deswegen Halbsteinverband, weil die Fuge, die Stoßfuge, wie hier zu sehen ist, immer um einen halben Stein verspringt. Während wir bei unserer ersten Beispielverlegung eine vertikale Rollschicht angelegt haben mit unserem 1/1 Verblender Holstein, legen wir nun in unserer zweiten Verlegung eine horizontale Läuferschicht an im Bereich des Stutzes über den Fenstern. Und das machen wir hier mit unserem Modell Hamburg. Zeichnet sich durch seine Zweifarbigkeit aus. Jeder Stein ist ein Unikat, wird händisch hergestellt und hat die Abmessung 71 mm hoch und 240 mm, sprich 24 cm lang. Da dieses Format breiter ist, 71 im Vergleich zu 52 mm, muss natürlich auch unser Arbeitsbereich angepasst werden und das Maß muss sich erhöhen. Für diese Verarbeitung nehmen wir einfach die Unterkante des Fenstersturzes und messen 33 cm nach oben und machen uns eine Markierung. Und diese Markierung verlängern wir wieder mit unserer Wasserwaage. Wackelige Angelegenheit. Und in diesem Bereich ziehen wir wieder unseren Mörtel auf. Standardmörtel, Farbton Zementgrau im Vergleich zum vorhergehenden, der war Anthrazit. Aber wie bereits gesagt, bei den Mörtelfarbtönen ist nahezu alles möglich. Natürlich muss auch der Fenstersturz gut mit Mörtel gefüllt sein, dass sich unsere horizontale Läuferschicht sturzwaagerecht nicht hohl liegen kann. Ich habe hierzu schon Formteile vorbereitet. Hier sieht man nochmal den Sturz waagerecht. Im Ganzen mit den Abmessungen 71 mm, 115 mm und 240 mm.
Also diese Seite ist die Fassadenseite und hat somit die gleichen Abmessungen wie ein herkömmlicher Verblender im Normalformat. Diese Teile werden genauso schiebend eingebettet wie auch alle anderen herkömmlichen Verblender und Eckverblender. Hierbei handelt es sich um die Standardabmessungen. Es ist kein Problem, hier zum Beispiel die Laibungstiefe direkt in der Produktion anzugleichen, sodass der Verblender hier gerade mit der Fensterkante abschließen kann. Hier können auch wieder Köpfer individuell zugeschnitten werden, 11,5 cm. Nicht vergessen, das Reststück auch um 1 cm zu kürzen. Anschleifen und einbetten. Der Fugenverstrich erfolgt gleichbleibend mit der vorhergehenden Präsentation. Was Sie hier sehen, ist jetzt ein klassischer wilder Verband mit einer unregelmäßigen Einstreuung von Köpfen, sprich von halben Steinen, und einer horizontalen Läuferausbildung an den oberen Laibungen, den Stürzen der Fenster. Eine Besonderheit hierbei bei dieser horizontalen Läuferausbildung liegt darin, dass der Sturz waagerecht hier ausgeschnitten wurde, um optisch eine Klinkeroptik zu erzeugen, bei der ja im richtigen Mauerwerk der Klinker, sprich der horizontale Läufer, links und rechts vom Fenstersturz auf der Fensterleibung auf dem Mauerwerk aufliegt. Um das leicht mit den Meldorfer Flachverblendern zu simulieren, klinkt man hier unten einfach dementsprechend eine Ecke aus und fügt die Sturz waagerecht in der Mitte zum Fenster hin zusammen. Bisher hatten wir in unserem Video stets die Möglichkeiten des Pinselverstrichs, hier bei unserem Dünnformat und hier bei unserem Normalformat. Es gibt beim Meldorfer Flachverblender aber auch die Möglichkeit, den Meldorfer voll zu verfugen, um die Klinkeroptik noch mehr hervorzuheben und letzten Endes von einer Hohlkehlenverfugung des Pinselverstrichs, bei der die Fuge leicht zurückspringt, zu einer planebenen Fuge mit dem Meldorfer Flachverblender zu kommen. Hierzu benötigen wir unseren Meldorfer Fugenmörtel. Der Meldorfer Fugenmörtel wird in Eimerware fertig im erdfeuchten Zustand angeliefert und kann nach Aufrühren verwendet werden. Zum Verfugen benötigen wir ein Fugenblech und diverse Fugeneisen in unterschiedlichen Stärken. 8 bis 10 bzw. 12 mm sind hier eigentlich vollkommen ausreichend. Ein kurzes für die Stoßfugen und ein längeres für die Lagerfugen. Zum Untergrund ist zu sagen, der Meldorfer Flachverblender wurde im Ansatzmörtel eingebettet und die Zahnung unserer Meldorfer Zahnkelle wurde stehen gelassen. Das Material ist hier vollkommen ausgehärtet, kann also in der Regel einen Tag später voll verfugt werden. Hierzu nehmen wir uns eine Kelle mit dem Fugenmaterial, geben das auf unser Fugenblech . Nehmen uns das geeignete Fugeneisen, setzen es an der Fuge und bringen das Material ein. Wenn hierbei das Material übersteht und auf dem Verblender haftet, macht das nichts, denn die Fuge wird im Anschluss noch abgefegt und überschüssiges Material hierbei entfernt. Es ist so zu verfugen, dass das Material
Plan eben mit dem Verblender abschließt. Und hier machen wir das wie bei der Pinselverfugung. Wir machen erst die Lagerfugen, sprich die horizontalen, und im zweiten Arbeitsschritt die Stoßfugen, die kleinen vertikalen Fugen. Man hält das Fugenblech am unteren Rand der Fuge an und füllt die Fuge mit dem Fugenmörtel auf. Ist dies erfolgt, wird die Fassade genau wie beim Pinselverstrich horizontal abgefegt und die Vollverfugung ist fertiggestellt. In der Kommunikation mit unseren Kunden geht es häufig um die richtigen Abmessungen der Flachverblender. Hierfür wollen wir nochmal unsere Maßketten und unsere Abmessungen, die Definition dafür, darlegen, dass wir Missverständnissen vorbeugen können. Bei den Flachverblendern haben wir zwei verschiedene Längen. Wir haben einmal Länge 1, hier 71 mm und Länge 2, 240 oder 24 cm. Länge 1, Länge 2. Bei den Eckverblendern haben wir drei verschiedene Längen. Wir haben die Länge 1 mit 52 mm, die Länge 2 mit 11,5 cm und die Länge 3 mit 24 cm. Das dritte und letzte Formteil ist der Sturz waagerecht. Hier haben wir ebenfalls die Länge 1, 71 mm, Länge 2, 24 cm und Länge 3, 11,5 cm. Bitte beachten Sie diese Reihenfolge bei Ihren Maßangaben. Vielen Dank. Das Thema Meldorfer Compound. Beim Meldorfer Compound handelt es sich um die Verblendermasse. Es ist die gleiche Verblendermasse, die auch in der Produktion bei der Herstellung der Meldorfer Flachverblender zum Einsatz kommt. Diesen Compound können Sie in sämtlichen Farbtönen bestellen. Er wird mit Zusätzen versetzt, sodass er zum Beispiel an der Baustelle schneller trocknet. Dieser Compound ist vielfältig einsetzbar. Zum Beispiel ist er dafür einsetzbar, seinen eigenen Verblender an der Fassade direkt zu gestalten und zu generieren. Hierfür ist es aber nötig, sich vorher zu überlegen, in welchen Abmessungen ich den Verblender auf die Wand bringen will. Hierfür habe ich hier schon mal vorbereitet ein Fugenraster auf die Wand geklebt, welches das Normalformat widerspiegelt. Es ist darauf zu achten, dass die Klebebänder nicht in die Fläche der späteren Verblender hineinreichen und immer abgeschnitten werden. Wenn das erfolgt ist, kann man letzten Endes mit dem Spachteln beginnen. Hierfür nimmt man sich den Compound auf die Kelle und zieht den über die gesamte Fläche. Es muss eine Auftragsstärke von ca. 3 bis 4 mm erreicht werden. Wenn das erfolgt ist, kann man die Fläche je nach Gestaltungswunsch glatt abziehen oder
Man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine zweite Farbe einzubringen. Die Fläche kann je nach Gestaltungswunsch abgesandet werden. Und anschließend ist unbedingt im frischen Zustand darauf zu achten, dass Tesa im frischen Zustand aus der Verblendermasse herauszunehmen. Vorher muss die darunterliegende Fläche mit einer Putzgrundierung entsprechend des Fugenfarbtons eingefärbt, verwendet, auf die Fassade aufgerollt werden. Und man hat seinen eigens kreierten, direkt an der Fassade gestalteten Meldorfer Verblender. Ein weiterer Verarbeitungsfall für den Meldorfer Compound, die Meldorfer Verblendermasse, ist zum Beispiel auf Baustellen, die keine 90 Grad Ecken aufweisen, also wo eine herkömmliche Ecke, ein Eckverblender sozusagen brechen würde, wenn man ihn in dieser Situation ankleben würde. Hierzu haben wir das Beispiel Meldorfer Steingrau aus dem Standardsortiment gewählt. Dieser hat das Format 135 x 300 mm. Und wir werden diese Ecke jetzt händisch nachmodellieren. Hierfür nehmen wir die Masse und bringen sie hier im Eckbereich an. Und sobald die Ecken gut gefüllt sind, kann man sie mit dem Pinsel noch ein bisschen nachmodellieren. Der Farbton erscheint jetzt im frischen Zustand wesentlich heller, aber sobald er trocknet, wird er dem Verblender 1:1 gleichen. Und es ist vom Farbton her nicht mehr zu unterscheiden. Anschließend kann die Ecke auch noch mit Sand abgestreut werden, was die natürliche Haptik noch unterstützt. Und so ist Ihre Ecke mit der Original Meldorfer Verblendermasse mit dem Meldorfer Compound verfüllt. Es gibt die Möglichkeit, Ihre Meldorfer Fassade mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Dazu sind ein paar Punkte zu beachten. Zum Beispiel die Entfernung zur Fassade. Sie sollte zwischen 30 und 50 cm liegen. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, keinen direkten Rundstrahl zu benutzen, sondern mit einem Weitwinkelstrahl an der Düse zu arbeiten. Der Weitwinkel sollte hierbei zwischen 40 und 120 Grad liegen. Reinigen Sie sie nur mit lauwarmem Wasser ohne Zusätze. Starke Verunreinigungen lassen sich per Hand mit dem geeigneten Reinigungsmittel vorreinigen. Auch ein eventuell auftretender Algen- oder Pilzbefall kann mit dem entsprechenden Reinigungsmittel vorgereinigt werden. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten und nach vollständiger Trocknung der Fassade gibt es die Möglichkeit, mit einem Fassadensiegel die Fassade zu versiegeln. Die zwei wichtigsten Punkte nochmal in Kürze: stehen Sie beim Reinigen nicht zu dicht an der Fassade und benutzen Sie keinen Rundstrahl. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, auch nur intakte Systeme zu reinigen und nicht Systeme zu reinigen, an denen schon Löcher in der Fassade aufgetreten sind. Wenn Sie all diese Punkte beachten, ist Ihre Fassade danach so gut wie neu. Kommen wir zum Kapitel Fehler kennen, Fehler vermeiden. Sie sollten die Meldorfer Flachverblender nicht im direkten Sonnenlicht verarbeiten. Die Fassade muss abgehängt werden oder Sie sollten auf die Schattenseite des Gebäudes ausweichen. Vorsicht bei Nachtfrösten. Zu hohe Luftfeuchtigkeit verzögert die Trocknung. Nicht im Grenzbereich arbeiten. Das optimale Temperaturfenster für die Verlegung der Meldorfer Flachverblender
ist zwischen plus 5 und plus 30 Grad. Während der Verarbeitung und auch während der gesamten Trocknungsphase. Im Prinzip sind es die gleichen Wetterbedingungen wie beim Verputzen einer Fassade. Ich sagte schon, zwischen plus 5 und plus 30 Grad. Ziehen Sie nicht zu viel Ansatzmörtel vor. Wenn Sie zu viel Ansatzmörtel vorziehen, trocknet er an und ein Fugenverstrich ist nicht mehr möglich. Der Ansatzmörtel hat in der Regel eine Offenzeit von 20 Minuten. Sie sollten nur die Fläche mit Ansatzmörtel vorziehen, die Sie auch unmittelbar mit Meldorfer Flachverblendern belegen und die Fugen auch verstreichen können. Arbeiten Sie in kleinen Sektionen. Vermeiden Sie Hohlstellen, besonders im Eckbereich und im Flachverblenderbereich. Durch diese Hohlstellen kann Wasser eindringen und dadurch kann eine fehlerhafte Fassade entstehen. Auf die vollflächige Verklebung der Meldorfer Flachverblender ist zu achten. Der Meldorfer Flachverblender sollte zu 100% im Klebebett eingedrückt sein. Wie Sie hier sehen können, die Zahnung sollte hinter den Meldorfer Flachverblendern nicht mehr zu sehen sein. Deswegen ist auf ausreichend Kleber zu achten und die Verblender sind mit schiebenden Bewegungen in das Klebebett einzubetten. Dies erreicht man alles mit der richtigen Zahnkelle. 6x4 mm Zahnung. Der Fugenverstrich ist so auszuführen, dass offene Stellen vermieden werden, denn diese offenen Stellen führen zur Wassereindringung. Die Meldorfer Zahnkelle ist hier zu verwenden und eine ausreichende Menge an Kleber im Fugenbereich ist aufzuziehen. Und das Material kann mit wenig Wasser am Pinsel, der Pinsel sollte feucht und nicht nass sein, angearbeitet werden an die Flanken der Meldorfer Flachverblender und auf die Fassade. Es sollte nicht mit viel Wasser herausgepinselt werden. Es gibt die Möglichkeit, einzelne Flachverblender bei Beschädigung auszutauschen. Hierbei kommt ein Heißluftföhn zum Einsatz, der auf 60 Grad eingestellt wird und in wedelnder Bewegung den Flachverblender erwärmt. Nach ausreichender Erwärmung kann der Flachverblender mit einem Malerspachtel vorsichtig aus dem Bett herausgeschabt werden. Gegebenenfalls stehen gebliebene Stege sind mit Schleifpapier zu entfernen. Die umliegenden Stellen sind durch Klebeband zu schützen. In die Stelle des fehlenden Flachverblenders wird genug Ansatzmörtel eingebracht, um dann einen neuen Flachverblender einzubetten. Der überschüssige Ansatzmörtel im Umkreis des neuen Verblenders wird wie gewohnt mit dem Flachpinsel verstrichen. Es gibt die Möglichkeit, beim Meldorfer Flachverblender die Fugen zu reparieren. Hierfür sollte die Fassade vorweg gereinigt werden. Lose Stellen in den Fugen können Sie hierbei gut entfernen. Die entstandenen Fehlstellen können Sie mit einer Einmalspritze und dem aufgefüllten Ansatzmörtel 080 auffüllen und mit dem Pinsel verstreichen. Bei den Eckverblendern können Sie auch diese Einmalspritze verwenden und die Hohlstellen auch in diesem Bereich auffüllen. Diese verstreichen Sie anschließend mit dem Pinsel und die Fassade, der Fugenbereich, sind wieder abgedichtet.